Der Maler Professor Franz Huth wurde am 9. November 1876 in Pößneck in Thüringen geboren. Links das Rathaus, dahinter die Straße, in welcher er geboren wurde, die Krautgasse, und hier das Haus Nr. 8. Sein Vater Louis Huth war Porzellan- und Glasmaler. Seine Mutter Pauline, geborene Streitberger. Hier ein Jugendbildnis. Huth wurde zum Porzellanmaler ausgebildet, beherrschte aber auch bald Aquarelle und Pastelle. Hier ein Blumenaquarell. Besonders reizvoll der Kirchplatz in Pößneck. In Heidelberg musste Huth seinem Vater als Porzellanmaler helfen. Im Alter wohnte er dann in diesem Haus in Weimar. Hier das Innere seiner Wohnung in einem seiner Pastelle. Viele Prominente kannte er. Hier sein Biograf Kuno von Hardenberg. Huth hier in Weimar im Alter. Hier in Weimar eine seiner letzten Ausstellungen. 1970 starb Huth in Weimar im Alter von 93 Jahren.